Hi und hallo, willkommen in der Männerhöhle, Zeit für ein neues Video und schön, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, jetzt haben wir so ein richtiges Herzensprojekt. Was das genau bedeutet, was dahinter steckt und was ich genau vorhabe, ich erzähle dir jetzt alles, wir legen einfach sofort los. Hey, hallo und schön, dass du da bist zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal Männerhöhle. Ich bin Andreas, ja, und ich habe es ja eingangs schon gesagt, jetzt haben wir ein richtiges Herzensprojekt. Ich freue mich schon eine ganze Weile darauf, das jetzt umzusetzen, denn wir möchten etwas Gutes tun. Ja, aber was heißt denn wir? Wer ist wir und was haben wir eigentlich genau vor? Also der Uli vom Kanal Ulis Blickwinkel hat letztes Jahr eine Aktion ins Leben gerufen. Da ging es darum, ein Kinderhospiz oder mehrere Kinderhospize zu unterstützen, was Gutes zu tun. Und zwar einen Spieltisch zu bauen, der so konstruiert ist, dass man den auf ein Kinderbett oder ein Krankenbett stellen kann und dass die Kids dann da damit spielen können. Ja, das war richtig, richtig toll und Uli hat auch direkt gesagt, weißt du was, wir machen das nächstes Jahr nochmal und diesmal dann was größer. Ja, gesagt, getan. Uli hat wieder ganz viel telefoniert, ganz viel organisiert und diesmal sind es 5 YouTube-Kollegen, die an diesem Projekt teilnehmen. Dieses Jahr unterstützen wir Kinderheime in unserer Umgebung bzw. in unseren Wohnorten oder da, wo wir herkommen. Bei mir ist es zum Beispiel das Kinderheim in Siegburg, das Pauline von Mallinckrodt Kinderheim. Ich wohne zwar jetzt aktuell nicht in Siegburg, bin da aber geboren und deswegen hängt das Herz da irgendwo dran. Und genau, wer sind die anderen Kollegen? Wer nimmt da noch dran teil? Also wir haben den Konstantin vom Kanal Euer Konstantin, dann haben wir den Lutz vom Kanal Geiver, ja, dann ist dabei der liebe Martin vom Kanal Kleinholz, Uli als Veranstalter und Schirmherr von Ulis Blickwinkel, ja, und ich darf auch mitmischen und ich habe natürlich keine Sekunde nachgedacht, weil ich finde sowas klasse. Ja, was Gutes tun, wenn auch im kleinen Rahmen, ja, hat noch nie geschadet, sollte immer drin sein und ich freue mich schon total drauf, dann diesen Spieltisch nachher auszuliefern. Das Design des Tisches, das entscheiden die YouTuber selber, aber es gibt auch wieder ganz, ganz viele tolle Sponsoren. Und da ist zum Beispiel die Firma Schleich mit an Bord. Die haben neben den typischen Tieren, die sie haben, auch mittlerweile so richtige Spielsets. Und die Firma Schleich hat sich gesagt, weißt du was, da hauen wir mal einen raus und bestücken diese Spieltische mal mit einigen Dingen, die wir so im Programm haben. Und ich finde, das ist einfach Wahnsinn. Ja, vom Hühnerstall über den Reitstall bis hin zu Tieren. Ich bin gleich nicht mehr zu sehen, ist auch egal, es geht ja jetzt hier um die Dinge. Da haben die Kids dann nachher ja, genug Material auch auf diesem Spieltisch zu spielen. Dann ist die Firma Fotoboden mit an Bord und hat sich überlegt, pass auf, wir stellen hier diese Matten her, diese Spielmatten, in 2 verschiedenen Designs, einmal Wildlife, einmal Bauernhof. Richtig, richtig klasse, Fotoboden ist mit dabei. Dann sind noch die Tourbrothers mit an Bord. Ja, die haben sich auch gesagt, das ist eine tolle Aktion, das unterstützen wir. Da sind wir wieder mit dabei und helfen. Ja, die Firma Heliacare ist auch mit dabei und viele von euch kennen die Firma Heliacare schon. Einige meiner YouTube-Kollegen, die haben auch schon mit den Produkten gearbeitet. Ich habe jetzt zum ersten Mal so ein Paket zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank an die Firma Heliacare, die das Ganze dann unterstützt. So, jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt, eigentlich schon wieder viel zu viel. So viel wollte ich gar nicht erzählen, aber genau, jetzt legen wir einfach direkt los. Ich würde sagen, Holz kaufen, zuschneiden, ab dafür. Thank you.
Ja, an der Stelle möchte ich euch mal ein bisschen was zur Idee und zum Design des Tischs erzählen, beziehungsweise was ich mir hier vorgestellt habe, wie das Ganze aufgebaut sein soll, was für Funktionen der nachher haben soll. Und genau, ich habe ja schon einen Großteil zurechtgeschnitten und zugeschnitten. Ich habe auch einiges hier schon angeschraubt, erzähle ich jetzt gleich was dazu. Übrigens, das Spannende ist ja, dass gerade die vier anderen YouTube-Kollegen auch an so einem Tisch arbeiten und keiner weiß, wie der Tisch vom anderen aussieht. Wir haben uns nicht abgestimmt, sondern jeder macht so ein bisschen für sich. Ja, ich bin der Letzte im Bunde, der sein Video veröffentlichen darf. Das heißt, während die anderen ihr Video schon online geschickt haben, ich bin dann am Freitag dran, bin ich natürlich super gespannt, ob das, was ich mir hier vorgestellt habe, in der Woche schon mal so oder so ähnlich veröffentlicht wurde oder ob das jetzt hier nochmal ein ganz anderer neuer Entwurf ist. Ja, jedenfalls habe ich mir so eine Art Kastensystem überlegt und ich habe das jetzt mal so grob hingestellt. Das hier ist noch nicht fest, das nehmen wir jetzt mal wieder runter. Und zwar sollen hier auch Schubladen rein. Das Ganze muss natürlich dann innen auch noch so ein bisschen stabilisiert werden. Ich glaube, ich werde aber auch unten drunter irgendwie so eine Rückwandplatte drunter nageln oder so, dass man da nicht irgendwie sich die Finger klemmen kann, wenn man irgendwie da drunter kommt. Hier oben ist schon drin eine Platte. Okay, das geht so natürlich nicht. Moment. So, also hier ist eine Platte drin, die man dann rein und rausziehen kann und dann natürlich auch umdrehen kann. Denn wir haben ja zwei verschiedene Spielteppiche oder Spielmatten und das sollen wir dann rausziehen können und umdrehen können und wieder hier einschieben können. So, dafür werde ich das gleich hier vorne anleimen und wahrscheinlich dazu noch an Schrauben. Mal gucken. Ich mache jetzt hier überall noch so ein paar Verstrebungen rein, dass das Ganze auch winklig ist, in sich dann auch gut zusammenhält. Das mit den Beinen habe ich mir nachher so überlegt, dass ich die hier von außen dran setzen werde. Die werden so ein bisschen geschwungen sein. Warum das Ganze und was ich mir da noch zu überlegt habe, das erzähle ich euch gleich. Machen wir erstmal den Kasten hier fertig und ja, ab dafür.
Das ist das Oberteil, so sieht das ganze Ding aus. Es ist ganz schön schwer geworden, hat aber, glaube ich, Vorteile, denn dann reißen die Kids das nicht um. Sollte stabil stehen nachher und das müssen wir gleich gucken, wie es da mit den Beinen aussieht. Aber ich denke, die Idee oder die Konstruktion, die ich mir da ausgedacht habe, die ist dann schon recht stabil. Also Konstruktion, das hört sich jetzt an, als hätte ich mir wer weiß was ausgedacht. So doll ist es nicht, aber genau, wir gucken gleich mal. Das ist der Kasten, hier oben drauf haben wir diese Spielplatten. Ich habe hier gerade noch Magneten eingelassen, dass wenn das zu ist, dass das dann noch einigermaßen hält. Ich hätte gedacht, das hält ein bisschen besser, aber okay. Ansonsten müsste man überlegen, ob man vielleicht doch noch irgendwie so einen Stopper hier hin macht. Denn hier kommt ja gleich noch was drauf auf die Seite. Auf jeden Fall kann man diese Platte halt eben rausnehmen und umdrehen. Das ist jetzt hier das Bauernhof-Thema. Und dann haben wir hier das andere, die andere Seite mit Wildlife. So, einmal hier rein. Ja, und dann kann man hier dieses Thema Wildlife bespielen. Und das ist das Schöne, dass man das halt eben austauschen kann. Wenn man fertig ist mit dem Spielen, kommen die Schleichtiere hier unten rein, in die Schublade. Hier habe ich jetzt 40er Auszüge verbaut. Auf jeden Fall hier noch so ein Loch reingemacht, dass man hier gut reingreifen kann. Natürlich alles abgerundet, alles gefasst, dass hier keine scharfen Kanten nachher sind. Ich würde sagen, dann fange ich jetzt auf jeden Fall mal mit den Beinen an. Da müssen wir mal gucken, wie das genau gleich aussehen wird. Ich habe mir vorgestellt, dass auf der Seite die, ja, wie erkläre ich das jetzt? Also, dass die Beine wirklich bis hier ganz oben gehen und dann runter natürlich, um eine Höhe von ca. 50 nachher zu erreichen. Hier muss ich ja Platz lassen für diese Schublade, die man ausziehen kann mit dem Spielfeld hier. Ich habe das jetzt wahrscheinlich furchtbar umständlich erklärt, aber wenn ich es gleich mache, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Beziehungsweise ich muss es überhaupt mal ausprobieren, ich habe keine Ahnung. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt los mit dem Bau der Beine. Damit geölt, wie schon gesagt, und auf geht's, ab dafür.
Ja, wir sind auf der Zielgeraden, ganz kurz vor dem letzten Arbeitsschritt, aber da möchte ich trotzdem noch mal eine klitzekleine kurze Zwischenmeldung geben, denn so sieht er aus. So sieht der fertige Kinderspieltisch aus und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie ziemlich stolz darauf. Man ist ja immer so ein bisschen kritisch mit sich selbst. Ja, aber dadurch, dass ich diesen Tisch natürlich auch eben an das Kinderheim übergeben werde, da ist es dann natürlich schön, wenn ich selbst zufrieden bin damit auch und sagen kann, ja, das gefällt mir so. Ja, deswegen ganz kurz nochmal, so sieht der fertige Tisch jetzt aus. Ich wollte aber nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Funktionalität des Tisches eingehen. Der ist jetzt circa 50 cm hoch. Ich kann ja gerade nochmal gucken. Es sind genau 49 cm. Er ist 49 cm hoch. Ja, ich habe mich da so ein bisschen an den Maßen von dem Kindertisch von meiner Tochter orientiert. Die ist auch genau 4 Jahre alt und da, wo das hier hinkommen wird, die Kinder sind auch zwischen 3 und 6 Jahre alt, wenn ich das richtig verstanden habe. Dadurch, dass die Beine hier abnehmbar sind, ich habe die ja von außen angeschraubt, könnte man theoretisch auch hergehen, wenn man sagt, naja, vielleicht spielen doch eher ältere Kinder damit. Dann kann man hier nochmal diese Beine anfertigen in etwas länger. Die Möglichkeit habe ich mir ganz bewusst offen gelassen. Ich wollte eigentlich von Haus aus 2 verschiedene Paar Beine dazu packen. Das kriege ich jetzt aber nicht mehr umgesetzt. Hier an der Seite ist jetzt noch eine Sache dazugekommen, denn ich wollte ja diese Platte, die man ja umdrehen kann, die wollte ich ja irgendwie sichern, dass sie nicht von alleine rausfliegt. Ich habe dann hier Magnete eingelassen. Die halten auch ein bisschen was, aber man kann es natürlich trotzdem gut rausziehen. Aber für den Fall, dass man die dann vielleicht doch ein bisschen sichern möchte, habe ich jetzt hier noch so ein Teil angebracht. Das ist wirklich nichts Besonderes. Es geht nur darum, dass man das hier so ein bisschen hochdrehen kann und dann passiert hier nichts mehr. Das ist stabil genug. Könnte man vielleicht auch ein bisschen dicker machen, aber es soll auch nur dazu sein, dass es dann nicht von selbst hier rausgeht. Jetzt kommen wir zum letzten Step und dann wird es ausgeliefert. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte den Tisch noch ölen und hier jetzt das allererste Mal in der Männerhöhle die Firma Heliacare. Ist ja auch ein Unterstützer des Projekts. Ja, viele meiner YouTube-Kollegen, die kennen die Produkte von Heliacare schon. Einige arbeiten auch mit der Firma zusammen. Bei mir ist es jetzt das erste Mal, dass ich mit den Produkten arbeite. Ich habe hier dieses Set zugeschickt bekommen. Ich glaube, ich werde mich jetzt heute mal nur auf das Öl beschränken. Das ist auch, was steht hier für Schneidbretter, Holzspielzeuge, Drechselteile und so weiter und so fort. Ich denke, das ist perfekt. Da können die Kinder dann auch bedenkenlos mit spielen, ohne dass man hier irgendwelche giftigen Stoffe hat. Bevor ich jetzt noch viele Worte verliere, ich öle das Ganze jetzt und dann sehen wir uns gleich aus dem Kinderheim in Siegburg wieder. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Mal gespannt, wie es wird, aber ich freue mich auch drauf. So, auf geht's. Letzter Arbeitsschritt. Bisschen ölen und ab dafür. Ja, wir sind angekommen hier in Siegburg und zwar genauer gesagt in Wolsdorf im Kinderheim Pauline von Manicott. Und neben mir steht die Leitung, Frau Sonja Boddenberg. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir haben uns gerade schon zurechtgefunden. Sehr großes Gelände. Vielleicht wollen Sie mal 2, 3 Sätze zum Kinderheim erzählen. Sehr gerne. Pauline von Manicott, uns gibt es seit 1903 hier. Wow. Bei uns leben über 130 Kinder, Jugendliche und auch junge Volljährige, junge Mütter auch, in 18 verschiedenen Gruppen angeboten. Und hier arbeiten über 200 Menschen, denn die Kinder und Jugendlichen werden 365 Tage, 24 Stunden von uns betreut. Muss ja, ne? Genau. Ja, Siegburg ist für mich ein ganz besonderes Pflaster, denn ich bin hier geboren. Wir haben gerade schon uns ein bisschen ausgetauscht. Mhm. Die Straße, in der ich ziemlich lange gelebt habe, ist nur 3 Straßen weiter. Die Grundschule ist nebenan direkt und deswegen, ja, als wir telefoniert haben, da haben Sie erzählt, dass dieser Tisch ganz perfekt jetzt gerade in dem Moment passt. Genau. Ne? Warum? Am 9.7. gründen wir eine neue Gruppe für 3 Kinder, also ein ganz intensives Angebot, für 3 Kinder zwischen 4 und 6 Jahren. Und Schleich passt doch in dieses perfekt, Alter perfekt. Ne? Und genau. Wir müssen ein ganzes Haus einrichten, ja, mit allem, was dazu gehört. Von Grund auf. Ne? Von Grund auf. Mhm. Und da habe ich mich total gefreut, dass wir den Tisch bekommen. Und Schleich ist einfach super Spielmaterial für die Kinder. Ich wollte gerade sagen, beliebt. Die Kinder haben sehr viel Spaß damit. Und das passt auch perfekt von der Altersgruppe hier. Ja. Ne? Also von daher alles richtig gemacht, im richtigen Moment, genau im richtigen Ort angerufen. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt den Tisch noch mal ein bisschen genauer an im Detail. Mhm. Aber eine Sache vielleicht noch, wenn jetzt einer der Zuschauer sich dazu entschließt, irgendwie ein Kinderheim zu unterstützen, sei es nun dieses hier oder irgendein anderes in Deutschland, wie kann man das am besten tun? Sie können sich vorstellen, in Deutschland hungern und dürsten die Kinder nicht. Und trotzdem können wir uns ganz viel nur leisten, weil es Freunde und Förderer gibt, auch Spender gibt, die
uns Gutes wollen, die uns auch Geld spenden, wo wir viele Sachen mitmachen können. Das ist flexibler auch dann, ne? Genau, viel flexibler, Ferienfreizeiten, besondere Anschaffungen für Gruppen, eine Gruppe neu einrichten. Also was kann man einfacher und besser machen, wenn wir Unterstützer, Freunde und Förderer haben. Und man kann uns auch einfach unterstützen, indem man eine Lobby für unsere Kinder macht. Unsere Kinder sind stinknormale Kinder, die gehören dazu. Ja. Und ich freue mich einfach jedem, der sich interessiert für unsere Arbeit und der uns Gutes tut. Ja. Das klingt super. Also ich würde sagen, auf den Homepages der Kinderheime kann man immer mal vorbeischauen. Sie haben bestimmt auch irgendwie so eine Spendenbankverbindung oder sowas. Genau, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, www.kinderheim-pauline.de, finden Sie alle Angaben, die Sie können. Genau. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, jetzt kurz vor Weihnachten noch ein bisschen was Gutes zu tun. Das Kinderheim freut sich garantiert und das kommt genau an der richtigen Stelle an. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns den Tisch jetzt genauer an. Sehr gerne. Dann war es das für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich auch freuen, wenn du nächste Woche wieder reinklickst. Wenn du Lust hast, kannst du den Kanal auch abonnieren. Kostet dich keinen Cent, aber dann siehst du mal die neuesten Videos auf deiner YouTube-Seite. Und wir beide verabschieden uns jetzt. Ne? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Schöne Weihnachten.